Prinz Harry, verraten die seine dunkelsten Geheimnisse? Wer austeilt, muss auch einstecken können. Prinz Harry, 38, holte zum Rundumschlag gegen die britische Presse, Kritiker, innen und nicht zuletzt seine eigene Familie aus. In der Netflix-Dokumentation Harry und Meghan machten er und die Herzogin von Sussex, 41, auf die Missstände in der Royal Family aufmerksam und setzten sich öffentlich zur Wehr. Besonders die Memoirenspare vom Sohn von König Charles, 74, und dazugehörige Promo-Auftritte im amerikanischen Fernsehen sorgten für Furore. Muss der Herzog von Sussex nun Rache fürchten? Eine Quelle, die sich gegenüber Radar Online äußerte, erklärte, dass es einige Mitarbeiter innen der Firma gäbe, die entschlossen seien, Harry bei jeder Gelegenheit zu diskreditieren, und der Informant warnt, dass dies jetzt noch wahrscheinlich geworden sei, da sich Harry in aller Öffentlichkeit gegen sie gewehrt habe. So macht sich der Bruder von Thronfolger Prinz William, 40, schon aufs Schlimmste gefasst. Und wer weiß, der Mann von Herzogin Meghan bezichtigte ja bereits Familienmitglieder wie Königin Camilla, 75, gezielte Informationen durch ihre Mitarbeiter, innen an die Presse weiterzugeben. Und Rache ist ja bekanntermaßen süß. Die Luft im Vereinigten Königreich wird dünn. Seit den Spekulationen um seine Verwicklungen in den Epstein-Skandal und einer Missbrauchsklage der Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre, 39, hat Prinz Andrew, 63, die Gunst der Familie verloren. Im Zuge der Verschlankungsmaßnahmen, die König Charles, 74, für die Monarchie anstrebt, muss auch sein jüngerer Bruder den Gürtel enger schnallen und womöglich aufgrund hoher Renovierungskosten aus der Royal Lodge in Berkshire ausziehen. Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth, 96, muss neue Wege einschlagen und hat offenbar dabei die außerroyale Karriere seines Neffen Prinz Harry, 38, und dessen Frau Herzogin Meghan, 41, fest im Blick. Für Andrew gibt es kein Zurück mehr in die vorderste Reihe der britischen Royals. Nun scheint er sich Inspiration bei den Sussexes zu holen. Charles hat offenbar nichts dagegen, wenn sein jüngerer Bruder künftig unauffällige Geschäftsinteressen verfolgt. Er denke inzwischen darüber nach, wie er sich eine neue Karriere aufbauen könne. Er hat ein Auge auf alles geworfen, was Harry und Meghan in Amerika gemacht haben, verriet eine Quelle gegenüber The Sun, und erklärte, sie haben es geschafft, sich ein neues Arbeitsleben abseits der königlichen Familie aufzubauen. Und das hat Andrew sehr, sehr genau verfolgt. Aber er ist sehr an den Geschäften und der Wohltätigkeitsseite der Dinge interessiert.